Fremder. Deine Waffe da wird dir keine besonders große Hilfe sein. Ich könnte dir was Besseres besorgen. Hilf uns, dann gebe ich dir eine richtige Wumme. Hört sich gut an. Unser Funkturm auf dem Hügel funktioniert nicht mehr. Jemand muss ihn reparieren. Oh, wahrscheinlich nur falsch justiert. Ja, bestimmt. Dürfte kein Problem für dich sein. Oh, weg mit dir, Fettsack. Ich muss da durch. Ich habe doch keine Zeit für den Mist. Über Geländer dürfen wir auch nicht springen. Alles klar, dieses Spiel. Ja, es schränkt einen ein. Genau. Deswegen halten wir uns mal ganz schnell einfach daran, was hier an Missionswegen sind. Und dann geht das so. Auf Eindringlinge achten. Das ist das. Was ist denn das mit diesen Wingsticks? Ernsthaft? Einer, nicht gerade durch. Ich bewege mich noch nicht mal. Der zweite kann gar nicht durch. Hier ist ein Kellergewölbe. Kriegen auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was. Was ist denn das für ein Witz, ey? Ich hab mich ja überhaupt noch nicht mal bewegt. Ich guck mir das hier mal selber nochmal an. Da drüben! Ah, das ist doch lächerlich gewesen, oder? Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Was ist hier? Ja, alles klar. Ich hab den Schokobrunnen gefunden. Das ist nicht ernsthaft. Du hast eine Shotgun in der Hand und noch nicht mehr gibt. Ich kann mal nicht einfach die Waffe klauen. Oh, klar. Da müssen wir hin, Navi. Dann wollen wir noch dahin. Ich gehe davon aus, das ist der Funkturm. Okay, wir haben Janus. Wir haben irgendwelche Hermes verprügelt. Mach ich dann auf. Okay, was kommen wir hier? Ja gut, ich bin dann weg. Jo. Als Eichenbewohner hat man es schwer, man kann einfach keine Treppen laufen, das muss ich auch dazu sagen. Das ist echt schwierig, meine. Der kann nicht auf einmal schießen, springen, sonstigen Mist und vor allen Dingen über die Deckung dieses Dorfes fliegen. Das weiß ich von mir. Nicht schlecht, Fremder. Wumme. Wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Ach, nicht labern, Wumme. Sprich mit Janus. Sie will wissen, was du gefunden hast. Na, erstmal schön, Schrotti. Na, das macht doch jetzt schon mal Spaß. Juno ist tot? Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt, aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Guten sterben immer zu jung. Trotzdem, danke fürs Suchen.
Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank und Hals- und Beinbruch. Jo, wenn's sein muss, gib mal her den Quatsch. Ne, bauen will ich das jetzt nicht, danke. Schüsse noch, bevor du gehst. Ja. Diese Hügel wimmeln nur so von Banditenstämmen. Sind die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn sie dich in ihrem Revier antreffen, bist du erledigt. Pass gut auf dich auf. Haben wir bis jetzt noch nicht das Problem gehabt, im Gegenteil. Werden wir auch schauen, dass es so bleibt. So, dann haben wir böse Verletzte. Was denn? Hey, go! Ich muss sehr aufpassen, dass wir nicht irgendwie gegen was hin, weil ansonsten macht er ja schon wieder so einen Schein. Oh, das sieht ja ganz witzig aussieht. Und gib ihm! Voll aufs Dach. Oh, schade, nicht getroffen. Sehr gut. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein, dich zu retten. Dir kann man vertrauen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich hab nicht deine halbe Hütte schon gebietet. Du solltest jetzt mit DR über den Buggy reden. Müsste in der Werkstatt sein. Okay. Mugwi, der geht's auch gut. Ich denke, hier, gib mal her das Ding. Doch nicht? Scheiße. Will mich wieder nicht hören. Hey, Kollege, Dan sagt, du nimmst mir den alten Buggy ab. Unter Umständen, ja. Ist eine echt gute Karre. Braucht aber etwas Pflege und Ersatzteile. Ich glaube, ja. Legen und Ersatzteile ist das nicht getan. Johann, in der Outrigger-Siedlung kann dir bestimmt weiterhelfen. Alles klar, okay. Wir sehen uns, wenn du die Teile hast. Geben den Buggy und dann soll das auch für heute schon mal gut gewesen sein. Wir wollen ja noch nicht zu viel in eine Folge packen. Naja, erstmal den anderen wieder haben. Willkommen, Freund. Wer hat gesagt, ich bin ein Kumpel? Ja. Die A braucht also ein paar Teile für den alten Buggy. Mann, die Karre ist doch schrottreif. Ich würde die Dinger ja geben, aber ich habe leider ein kleines Problem. Wurde vor kurzem von Banditen überfallen, haben mir die meisten Ersatzteile geklaut. Wirst dich in ihrem Unterschlupf in der Nähe des alten Damms umsehen müssen. Schaffst du das? Könnte ziemlich heiß werden da drin. Ja, ich riech wohin. Wird nicht leicht, die Banditen in ihrem Gebiet anzugreifen. Du, ich habe eine bessere Idee. Du gibst dir deine Jungs Karre. Deine Wumme. Damit kannst du ihnen in den Arsch treten. Und wenn du vor verschlossenen Türen stehst, bau einen Schlossknacker nach diesem Plan. Der Name ist Programm. Viel okay. Erfolg. Die Gegend hier wird immer gefunden. Ah, Durchschlagskräftiger. Jo, schön. Panzerbrechende Muni. Ah, dann müssen wir jetzt zu dem komischen Weg, den wir vorhin hinter uns gelassen haben. Das soll ja nicht das Problem werden. Hauptsache, wir erschießen ein paar Leute. Okay, ja. Wenn das bei anderen Ecken so ist, kann das ja auch sein, dass sich hier mal was verändert. Ja, zum Beispiel bei Danny Boy habe ich auch die Hütte vorher gescannt, was da so ist. Und auf einmal tauchen da neue Sachen auf. Da drüben! Weg mit dir. Ja. So, das
Jetzt sind wir da hochgerannt, jetzt gehen wir in den Keller. No entry, da kannst du da auch leben. Locals only, ja. Dann wollen wir doch mal. Turn back, no. Ja, vielleicht. Oder auch nicht, Idioten. Stirb, Rudi, stirb. Oh, find die Garage. Bauen ja noch Teile. Na gut, gucken wir mal, was kriegen wir denn da hin? Müssen wir so einen Schlossknacker bauen. Oh, baue. Los, findet ihn! Wer ist das? Ich lasse dich verteilen. Bessern konnte oder wie das läuft, aber ich da echt so ein Genauigkeits-Upgrade nötig. Ich zimmer den schon auf die Birne und was passiert? Ich stehe noch zwei, dreimal länger. Ja. Kopfschuss. So tot. Okay, weiter geht's. Irgendwas zu finden, anscheinend nicht. Noch nicht weiter. Den Leben, ja. So, noch ein bisschen einsammeln. Okay. Da haben wir die Lichtmaschine. Mal auf den Bums. So eine grüne kleine Truppe ist, dann werde ich doch einen Teufel tun und sie nicht hochheben. So. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Ah, die Tür muss ich gleich mal aufmachen. Ja, ist ja gut. Ja, ja damit. Was brauchen wir dann gleich noch? Wir brauchen gleich den Schraubensatz. Okay. Weil ganz lustigerweise in der ersten Mission, wo wir bei den Kannibalen-Ghosts, die Typen waren, da war auch noch so eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Natürlich ganz interessant, das noch hinzukriegen. Wir brauchen Unterstützung! Okay, wir sind alle tot. Da
ist auch nichts mehr zu holen. Na dann weiter. Wieder mal ab muss hier. Ja. Nimm ihn dir. Da stehst du, du Idiot. Jetzt hab ich aber echt die Idee. Jetzt endlich. Also jetzt wirklich, wirklich. Ist jetzt so. Nein, wir gehen unter. Ja, weiß ich. Hey. Okay, billige Schuhe. Nehmen wir auch mit. Das Schraubenset, wir können noch so einen Blossknacker hier bauen. Hey, hast du gestern auch TV gesehen? Oh ja! Weg diese Wichser, wir müssen ihn erwischen! Oh Mann! Dazu sagen sollen, dass die mir gerade quer auf den Keks gehen. Ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Na komm, zeig mir deine Wunderschätzchen. Komm schon her. Okay. Muss man das noch genau angucken. Du bist aus der Entfernung einfach mal daneben geschossen. Ey, das ist mein Trick. Hör auf, du Penner. Was ist das? Geöffnet. Es hat keiner, es wird nicht angeschmutzig. Oh ja, ja. Okay. Da ist er. Gut, ich schieße auch wie ja, der letzte Cowboy gerade. Aber ich kann die irgendwie nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, ja, die treffen auch zwischendurch mal ganz gut. Okay, aber bis jetzt waren die keine ernstzunehmende Bedrohung. Beim letzten Mal hat das Ding noch einmal eingeschaltet. Diesmal nicht.
Peacemaker, bist du das? Nein. Ist irgendwie, glaube ich, jetzt ein Endboss gewesen, so der erste. Oh, das ist noch eine Tür. Das ist ein Augenwinkel. Von wegen, ich kriege dich nicht mit hier. Wir können gleich zwei von denen bauen. Wir sind gleich nochmal ins Versteck von den Ghosts und dann müssen wir da auch nochmal die Tür eben aufmachen. Aber erstmal kurz ein Buggy. Oh, schnell durch die Gegend. Oh, schön, Winterreifen auch schon mal. Denke, also bin ich fertig. Schöner wird's nicht. Nummer 1. Hast du das gehört? Ja, habe ich. Ja. Wie haben wir alle bei Alice im Wunderland gelernt? Ab in seinem Kopf. Dafür, ich behalte den nicht. Eigentlich ist es ein Quad, aber unser ATV zu sagen. Keine Ahnung, wofür das steht. Tiny Vehicle, Motor Vehicle, keine Ahnung. Was ist denn ein Quad? Was bist du hier eigentlich für einen komischen Vogel? Banditen kontrollieren die Barrikade am Südende des Tals. Halt dich lieber fern davon, es sei denn, du hast anständige Artillerie dabei. Na, okay. Gut, wir sollen artillerieren, aber wir sollen es auch erstmal hier. Damit dürfte es funktionieren. Okay, der Buggy dürfte bald fertig sein. Aber bevor du damit losdüst, muss ich dir erst ein paar Dinge erklären. Denk dran. Das Ödland ist ein gefährlicher Fleck. Ruf mich an, wenn deine Karre im Eimer ist und nicht mehr fährt. Dann schleppe ich dich her. Und solltest du mal was zu reparieren haben, dann komm einfach zu mir in die Werkstatt. Okay, lass mich die Teile einbauen, dann bist du voll am Start. Okay. Komm schon, nimm dir das Funkgerät vom Tresen. Okay. Nur der Einbruch geht schnell, wa? Dann haben wir das ja schon mal fertig. So. Alles fertig. Kannst abdüsen. Ja, du warst vorsichtig. Ich glaube, das kann ich nicht. Ah, kann ja auch gar nicht. Ich bin ja auch gerade erst neu in der Stadt, ne? So. Dann wollen wir nochmal. So. Danny Boy, du hast was für mich zu tun, habe ich gehört. Wie gefällt dir der Buggy? Sieht nicht nach viel aus, aber wenn du ein paar Waffen anbringst, kannst du es mit so gut wie jedem aufnehmen. Und? Lust auf noch mehr Arbeit? Kommt drauf an, hast du eine Gatling für den Buggy? Banditen haben den Kontrollpunkt am Eingang des Canyons eingenommen. Wollen uns von der großen Stadt im Osten abschneiden. Das müssen wir verhindern. Ich könnte deine Fähigkeiten gut für einen kleinen Sprengjob gebrauchen. Würdest du das für mich tun? Ich würde dir sogar mein gutes altes Scharfschützengewehr leihen. Perfekt. Ja, gut. Hier sind ein paar Sprengladungen. Bring sie am Tor an und dann lauf. Viel Glück. Mit leihen meintest du auf unbestimmte Zeit, für immer, ne? Das Ding gebe ich doch nicht wieder zurück. Ganz ehrlich, nein. Das ist ein Scharfschützengewehr. Nein. Warte mal. Hat nicht ja gerade eben noch diese komische Wache einen davon erzählt, wir sollen da irgendwie mit nur hingehen, wenn wir heftige Artillerie dabei haben? Guck mal, was hier abgeht. Ah. Okay. Alter, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die haben mich doch noch nicht mal gesehen, die kleinen Controller-Spieler. Nein, alles gut, Auto-Aim. Ganz Standard. Sind ja ganz Controller-Spiel. Nein, aber Aim Assist.
besten Kopfschuss. Und den besten Kopfschuss. Was haben wir? Das war meiner. Das war noch ein. Und ihr habt da endlich. Was haben wir? Freiwillig melden? Wer von euch ist noch nicht tot? Keiner? Okay. Ja. Erstmal zurück zum Taxi. Wir wollen Bomben anbringen. Da steht man immer gleich gerne sein Lieblingsauto daneben. Oho. Ja. Ich weiß nicht, ob es laut genug war, aber. Was soll denn das? Lust mal über eine echte Rennstrecke zu heizen? Dann komm mal rüber. Ende. Da kam ja wieder was. Hab meine eigene kleine Rennstrecke zusammengestellt. Lust auf eine Tour? Ja. Nichts Kompliziertes. Nur ein kleiner Kurs, auf dem ich gern Gas gebe. Wie wär's damit? Schlag meine Zeit, dann baue ich dir einen netten kleinen Turbo ein. Hm. Hast du Lust auf eine Runde? Auch wenn ich versuchen würde, die Rennen hier sonst so aus den normalen Folgen rauszuhalten, das machen wir jetzt erstmal. Ich weiß, da gab es noch mehrere Rennstationen, wo du entsprechend viele Sachen für die Karren freischalten konntest, was echt fürs Spiel weiterhilft. Okay. Ich versuche die dann rauszutrennen. Aber diesmal machen wir das doch mit. Zeit, sitzen wir in einer Werkstatt, können wir es hier ab. Komm her. So, Bäume, das kann nichts mehr machen. Ja, doch. Kann man machen. Gleich Fluss B-Turbo. Sehr beeindruckend. Du bist ja ein echtes Naturtalent. Warte erstmal, bis der Turbo einsetzt, was dann mit der alten Kiste abgeht. Klingt vielversprechend, aber auch materiell zu viel versprechen. So, Danny Boy, jetzt hier ein. Großartig. Dank dir ist die Gegend für mich und meine Familie jetzt viel sicherer. Wir stehen in deiner Schuld. Da wir wieder sicher reisen können, dürfte sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigen. Mhm. Würde dich gerne hier behalten. Einen wie dich können wir hier gut gebrauchen. Aber du würdest zu viel Aufmerksamkeit erregen. Das würde die Regierung auf den Plan rufen. Eine Bitte habe ich aber noch. Ja, das war klar. Ich habe eine Nachricht für Clayton, den Bürgermeister von Wellspring im Osten. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Unsere Reserven gehen zur Neige und er hat Hilfe versprochen. Wir müssen unsere Vorräte auffüllen, bevor die Banditen uns wieder abschneiden. Kannst du das machen? Ja, Mugwi. Ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann. Denk dran, dein Buggy hat keine Waffen. Wenn du auf Banditen stößt, mach dich einfach nur in Richtung Stadt aus dem Staub. Dort ist es sicherer. Dann ist ja gut, dass wir uns gerade nochmal den Turbo geholt haben. Ja, aber ich denke an dieser Stelle, wir haben ein Auto, wir haben ein Scharfschützengewehr, eine Schrotflinte, wir haben sogar noch eine verdammte Sturmgewehr dabei und eine Revolver. Also ich glaube, für die erste Folge soll das doch erstmal relativ praktisch sein. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem Buggy, einem Revolver und ganz viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet euch gerne in den Kommentaren, wenn irgendwas ist. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss!